Jo Leute, bevor das Video startet, ein kurzer Hinweis. Es gibt einen neuen Gutscheincode und zwar diesen hier. Das Ganze könnt ihr einmal einlösen und dann bekommt ihr 300 Diamanten und 20 lila Steine. Ich wünsche euch viel Spaß damit und ja, los geht's mit dem Video. Jo Leute, was geht? Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute, wie ihr es wahrscheinlich schon an den Diamanten sehen könnt, gibt es wieder ein Summon-Video. Wir befinden uns auf meinem zweiten Account, den ich ab und zu mal zocke, wenn ich Langeweile habe oder so und schon alles auf meinem Main-Account gemacht habe. Dann zocke ich den Account ab und zu mal. Ja, das sind so meine Helden, die ich habe. Ihr seht es schon, ich werde viele Futterhelden brauchen, damit ich auch im Kapitel weiterkomme. Und ja, ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los. So, wir befinden uns in der noblen Taverne. Ihr könnt sehen, 19.300 Diamanten, 32 Fraktionsschriftrollen, 26 normale Schriftrollen. Ja, ich hoffe, dass da auf jeden Fall einiges rumkommen wird. So, und dann würde ich sagen, legen wir los mit der ersten 10er-Beschwörung. Komm, bitte gönn uns irgendwas Geiles. Ich wäre auch zufrieden, wenn es einfach nur richtig viele Futterhelden sind. Okay, mit diesem Pack bin ich schon zufrieden. Und was haben wir? Lucius. Perfekt, da kann man sich natürlich nicht drüber beschweren, auf gar keinen Fall. Komm, weiter geht's. Na, viele grüne. Wir haben natürlich auch noch, das habe ich vergessen zu erwähnen, wir haben natürlich auch noch ein paar lila Stones. Die werden wir natürlich auch noch gleich öffnen. Leider auch nicht so viel. Vier blaue Helden geht auf jeden Fall besser. Okay, der nächste Purple. Work ist in Ordnung, aber auch wieder nur drei blaue Helden. Ich brauche halt viele Food-Helden. Das ist auf meinem Main-Account auch mega das Problem, was ich habe. Es fehlen einfach die Food-Helden. Okay, hier haben wir fünf Stück drin. Das ja, ist ganz okay. So, und dann kann ich Lucius auch schon einen Stern geben. Mega cool. So, und weiter geht's. Auch wieder vier blaue. Geht auf jeden Fall besser. Komm, gönn jetzt noch wenigstens irgendwie zwei lila Nummer. Komm, komm, komm. Und Ulmus. Ja, okay. Das ist der zweite. Wieder Ulmus, okay. Ja, Double Ulmus in einem Pack ist dann im Endeffekt auch ganz okay. Kann ich dann noch Elite Plus machen. Oder ich weiß nicht, ob ich den sogar schon habe und eventuell noch höher machen könnte. Wieder vier blaue. Eine 10er-Beschwörung haben wir noch. Einmal hier, zack, Ulmus. Ah, Digga, perfekt. Da haben wir noch 10er-Beschwörung mit Diamanten. Na, ich, wenn jetzt eine Elite drin wäre, wäre schon ganz nice, weil wir gerade zwei bekommen haben, aber ich gehe jetzt mal nicht davon aus. Ja, vier blaue ist ganz in Ordnung dafür, dass wir halt gerade zwei Lila bekommen haben. Wir machen noch ein paar Einzel-Summons hier. Na, Digga, keine Heldenplätze mehr frei. Weiter geht's. Aber hier haben wir auch nichts mehr bekommen. So, und dann würde ich sagen, gehen wir bei den Fraktionsschriftrollen einmal auf Lichtträger. Ah, schade, ich hätte sie auch gestern öffnen können. Dann hätte ich Lichtträger gehabt. So, dann machen wir einmal die zwei Einzel. Und dann 3x10. Nichts bekommen. So, komm, dann muss sie jetzt aber gönnen. Schade, aber wenigstens fünf blaue. Ja, komm, jetzt lass ich sie einmal hier aufsteigen. So, habe ich auch meine Ruhe. So, und noch 2x10, komm. Gönn, 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 gönn. Okay, nichts. Oh, nur drei blaue. Das ist schon echt mega ein schlechtes Pack. Ich nenne es einfach Pack, Digga. Und ja, jetzt kommen beim letzten, da muss ja eigentlich mit einer drin sein. Also es kann ja nicht sein, ich habe 32 Schriftrollen gehabt. Da ist er. Und es wird Rain. Oh, okay, aber dann gönn jetzt dafür wenigstens einen besseren. Ja, Digga, perfekt, Alter. Zweimal Rain in einem Pack, Digga. Ich feiere die gar nicht. Also sie wurde ja besser gemacht, aber irgendwie fühle ich sie jetzt nicht so. Gehen wir mal hier auch auf Lichtträger. Wenn wir jetzt nochmal Rain bekommen, Digga, dann weiß ich aber auch nicht, was abgeht. Belinda, okay. Das ist in Ordnung. So, dann haben wir hier noch einmal, das ist zwar jetzt nicht ganz so viel, aber
Wir haben ja noch 4 Lila-Helden. Und ich hoffe, dass wir mindestens 2 Non-Food-Helden bekommen. Also, ja, ihr wisst, was ich meine. Okay, Tidus. Nicht schlecht. Feraeel. Ja, genauso wie ich es gecallt habe. Kleiner Tipp an euch, falls ihr noch nicht so lange AFK Arena spielt. Niemals legendär oder aufgestiegene Helden verkraften. Immer nur Futterhelden wie diese hier. Aber niemals aufgestiegene Helden. Ihr könnt auch hier sehen, wer aufgestiegen ist und wer nicht. Das Ganze seht ihr hier einmal. Also hier gibt es halt gewöhnliche. Daraus bekommt ihr diese Staub, womit ihr euch die 60 lila Steine kaufen könnt. Legendäre Helden, auch Futterhelden. Aber alles, was ab hier ist, bitte nicht verkraften. Den Fehler habe ich auch ganz am Anfang gemacht. Und mir ist gerade eingefallen, ich könnte mir doch rein theoretisch... Ja, perfekt. Da können wir uns doch einen lila Helden gönnen. Und da bin ich mal gespannt, ob es ein Futterheld wird oder nicht. Und es wird... Ja, Digga. Wenigstens kein Futterheld, ist auch ganz okay. Silas. Das war's dann auch schon mit dem Video. Wenn dir das Video gefallen hat und du auch gerne öfter Summon-Videos haben willst, dann schreib mir das mal gerne in die Kommentare. Ich habe halt jetzt den Zweit-Account und den Test-Server-Account, auf den ich beides Diamanten spare. Auf meinem Main-Account bin ich leider, was das Ganze angeht, da will ich meine Diamanten direkt ausgeben. Da halte ich es nicht aus. Ich kann es einfach nicht übers Herz bringen, mir da die Diamanten anzusparen. Deswegen habe ich den Zweit-Account und den Test-Server-Account, wo ich die Diamanten anspare. Extra für euch, damit ich immer geile Summon-Videos bringen kann. Ich will schon mindestens 100 plus Summons haben, weil ich für 30 Summons lohnt sich jetzt ja kein Video aufzunehmen. Und wie gesagt, das war's mit dem Video. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn du ein Like da lassen könntest. Worüber ich mich noch mehr freuen würde, wäre, wenn du ein Abo da lassen würdest. Und ja, ich würde sagen, das war's. Wir sehen uns dann beim nächsten Video und ciao.